Ja, hallo zusammen. Tag 2 auf dem Nordrandweg, auf dem Schwarzwald-Nordrandweg. Hier an dieser Stelle habe ich gestern meine Wanderung beendet und jetzt geht es hier weiter. Gestern waren es 31 Kilometer. An meinen Füßen habe ich das gemerkt. Heute sind es auch wieder 30 Kilometer. Wenn es alles klappt, wie wir uns das vorstellen, kommt irgendwo in Weiler, das sind ungefähr 8 Kilometer von hier, kommt der Ralf dazu von den Offert. Und den Rest wollen wir dann gemeinsam laufen. Mal sehen, wie es wird. Das Wetter ist gut. Gestern hatte ich mir einen Sonnenbrand geholt. Deswegen habe ich heute einen langärmeliges Hemd angezogen. Für die Deutschen ein Langarmhemd. Und hoffe, dass es mir nicht zu warm wird. Mal sehen, vielleicht gibt es auch ein paar Mal Schatten, da kann ich es ja dann ausziehen. Also, wenn ihr Lust habt, kommt ihr wieder mit. Und los geht's. Steinbruch Dietlingen, ziemlich viel Staub und Lärm. Ja, ich laufe mit der Sonne im Rücken, deswegen die umgedrehte Mütze. Das ist unsere Landschaft, in der wir so leben. Die Strecke, die ich jetzt hier laufe, ist eine von mir beliebte Radstrecke mit dem Mountainbike. Deswegen werdet ihr vielleicht das eine oder andere wiedererkennen, wenn ihr meine Videos anschaut. Ich laufe den Nordrandweg, ja, weil er direkt vor meiner Haustür verläuft. Deswegen kenne ich natürlich schon einige Teile der Strecke. Aber heute werde ich mit Sicherheit, so in 8 Kilometer wird es ungefähr losgehen, Wege kennenlernen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Vor allem bin ich noch nie zu Fuß nach Karlsruhe-Dollach gelaufen. Das wird also etwas Neues für mich sein. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Aber wenn ihr mitkommt und wenn ihr dabei bleibt, werdet ihr unsere Gegend auch kennenlernen. Da schaut euch mal diese wunderschöne Landschaft an. Ich bin jedes Mal begeistert. Und ich sage immer, warum in Urlaub fahren? Hier bei uns ist es sehr schön.
Aber gut, das ist so ein Spruch, sagt wohl jeder von seiner Heimat. Okay, jetzt muss ich hier links abbiegen. Aber ihr seht, ich laufe ein wenig im Schatten. Ja, da unter mir ist Dietlingen, Keltern-Dietlingen. Und wer bei unserer Offroad-Wanderung dabei war im Video, wo wir nach Wilferding gewandert sind, da sind wir hier auch vorbeigekommen. Ja, hier an dieser Stelle kam uns bei dieser erwähnten Wanderung vor zwei, drei Wochen, der Ralf entgegen. Und wir haben heute, glaube ich, wieder genauso schönes Wetter. Nur muss ich ein paar Kilometer mehr laufen, bis ich den Ralf heute treffe. Ich will erst in Weiler auf meine Strecke stoßen. Okay, wir werden sehen. So, hier verlasse ich den Weg, den ich vor kurzem mit unseren Offroad gelaufen bin. Wir sind hier rechts abgebogen. Ich laufe hier geradeaus. Und da vorne in dem Baum, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, war die kleine Madonna in dem Baumspalt. Ich blende ein Bild ein. Es gibt hier links von dieser Hecke auch einen Weg. Der ist schöner von der Aussicht her, aber ich habe hier Schatten und ich werde heute noch genügend Sonne bekommen. Also bin ich froh über jeden Schatten, den ich im Moment haben kann. Ich bin jetzt in Elmendingen, Keltern-Elmendingen, und hier ist die alte Kelter. Eigenartig, hier steht Steinbruch Dietlingen, 3,5 Kilometer, und ich bin am Steinbruch in Dietlingen gestartet, gut, vielleicht ein kurzes Stück davor, und habe 4,92 Kilometer. Naja, gehen wir weiter. Wie gesagt, die alte Kelter hier. Und jetzt geht's, glaube ich, nach Dietenhausen, habe ich gelesen. Ja, ich bin etwas irritiert. Ich habe seit einiger Zeit schon kein Schild mehr gesehen vom Nordrandweg. Und ich habe jetzt auf der Karte nachgeschaut. Es verhält sich wohl folgendermaßen. Ich habe einen Track heruntergeladen, der vermutlich nicht mehr aktuell ist. In Elmendingen habe ich den Weg weiterverfolgt, so wie mein Track ausgesehen hat, weil ich muss mich in Weiler, wo meine Route vorbeikommt, in Weiler muss ich mich mit dem Ralf treffen. Wenn ich jetzt die beschilderte, vermutlich beschilderte Route laufen würde, müsste ich ganz da hinten entlang laufen, da oben am Wald entlang, und würde hinter Weiler in den Wald wieder weiterlaufen. Das heißt, ich würde gar nicht nach Weiler kommen. Deswegen muss ich jetzt wohl oder übel auf dieser Fahrradstrecke hier laufen, bis ich in Weiler bin. Und dann, damit ich dann mit dem Ralf zusammentreffen kann.
So, ich habe ja vorher erzählt, dass ich offensichtlich einen alten Dreck habe. Jetzt hier an dieser Stelle, da wo der Ralf steht, kommt der Weg, den ich eigentlich gehen hätte sollen, kommt da hoch. Und wir sind hier von Weiler hochgelaufen. Der Ralf und ich, wir haben uns in Weiler getroffen. Und jetzt sind wir aber wieder auf dem Nordrandweg und laufen nach Karlsruhe, Dollach. Gell, Ralf? Wenn wir schaffen. Ja, der Ralf sagt, wir sind gerade im Auerbach. Mir wäre jetzt der Auerbachs Keller lieber. Weißt du, wo der Auerbachs Keller ist? Leipzig. Ja. Das habe ich schon gegessen mit meiner Frau. Hey Ralf, eine Bank. Pause. Oh, die kommt genau richtig. Für die Brezelpause. Verwahrlost aus hier. Der Ralf hat Brezeln besorgt. Lieber Ralf, vielen Dank für die Brezel. Ah, oh. Oh, ihr habt Durst. Ich hab ja auch Hunger. Was hast du dabei? Tee. Und ein Schorle. Was soll ich? Oh. Ist das Corona-Farb? Also. Die ist auch nicht was geworden, ne? Die ist gar nicht durchbacken. Ich schmecke eigentlich mal einen Hunger von ihm. Eben haben wir uns gefragt, was das ist, ob es ein Regenrückhaltebereich ist, ein Staubereich. So was wird es wohl sein. Jetzt weiter. Wir sind mittlerweile noch 11 Kilometer oder 11,5 Kilometer bis nach Karlsruhe. Also von meinen 29,5 Kilometer habe ich schon mehr als die Hälfte geschafft. Und jetzt gucken wir weiter. Am Lärm kann man es hören und jetzt kann man es auch sehen. Das ist die Autobahn. A8. Jetzt können wir wieder weg von der Autobahn. Trinkpause. Wir sind jetzt oberhalb von Stuckfurich, Richtung Thomashof. Und dann geht's Richtung Dollach weiter. Ein kleines Gefährt. Wir sind auf der Zielgerade Richtung Turmberg. Circa 1 Kilometer schätze ich. So, jetzt sind wir in Dollach auf dem Turmberg.
dieser Turm ist gesperrt. Ralf, der Turm ist gesperrt. Wie alle Türme zurzeit. Dann gucken wir halt hier. Vielleicht auf die Aussicht da. So, hier könnt ihr in die Rheinebene schauen. Durlach, Karlsruhe, was immer auch da alles ist. Jetzt gibt es noch was zu trinken und dann sind es noch 2 Kilometer bis zum Bahnhof. Vorbei und runter auf die. Da können wir wieder auf unsere Fahrstrecke, da ist wieder eine Treppe. Bad muss. Vielleicht kriege ich da. Ja, der Turm auf dem Turmberg aus der Ferne. Die letzten 2 Kilometer sind angebrochen. Und dann haben wir unsere Etappe für heute geschafft. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht, uns heute wieder zu zweit zu begleiten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den Nordrandweg kennenzulernen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und kommt das nächste Mal einfach wieder mit. Also, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Sagt der Harald und der Ralf. Der Ralf. Ja, das ist jetzt toll für meine lädierten Beine und Knie. 1, 2, 3, 4, viele Treppen. Aber so kommen wir wenigstens schnell zum Ziel. Hast du mitzählt? Wie viele Stufen? Nein. Das ist der Hammer, du. So eine Treppe bin ich noch nie gelaufen. Wissen Sie, wie viele Stufen die Treppe hat?